Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Penumbra im Halbschatten. Ja, wir haben ja da eine ganz, ganz böse Entdeckung hier, beziehungsweise Geräusche über uns gehabt. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal schauen. Oh, 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 oh. Hier ist alles voller Blut. Da ist die Tür offen. Ah, da liegt ein Schlüssel. Wow. Und jetzt gucken wir mal, ob wir unser Feuerzeug finden. Jawoll. Super. Okay, die können wir dann auch wieder ausmachen. Das ist ja schon mal was. So, was haben wir denn da? Ein Schlüssel. Und ein Bleistift. Oder was ist das? Nun, wenigstens wirkt das hier ein bisschen positiver, wobei ich mir über die Beweggründe des Künstlers absolut nicht im Klaren bin. Okay, was haben wir denn? Tag 200. Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich die letzten Fundorte von Spinnenbrutstätten verzeichnet habe. Spinnen, mit denen ich die letzten 8 Monate hier unten verbrachte. Spinnen, vor denen ich mich in Acht nehmen muss, da ihr Verhalten in letzter Zeit mehr und mehr an Aggressivität gewinnt. Ich habe versucht, den Haupteingang zu ihrer Bruthülle zu verbarrikadieren und mich in einem kleinen Raum gegenüber versteckt. Der einzige mit einem noch funktionierenden Schloss. Ein anderer Grund, weshalb ich in letzter Zeit nichts zu Papier gebracht habe, ist die kleine Operation, die ich leider selbst an mir vornehmen musste. Ohne Betäubungsmittel, versteht sich. Aber auch wenn ich welches gehabt hätte, so wäre die Gefahr zu groß gewesen, mit benebelten Sinnen einen schwerwiegenden Fehler. Während des... Was haben wir denn da? Eingriffs zu begehen. Mit Hilfe meines Taschenmessers konnte ich erfolgreich die Amputation durchführen. Ich hatte zuvor die Bildung einer dicken, zähflüssigen Substanz auf meiner Zunge festgestellt, die wahrscheinlich durch Aufnahme giftiger Substanzen erfolgte. Tag 300. Ein weiterer Tag ist angebrochen. Es kommt mir vor, als sei ein ganzes Jahrhundert seit meiner Flucht hierher verstrichen. Zum Zeitpunkt meines letzten Eintrags spielte ich sogar mit dem Gedanken, zu dem Ort meines Aufbruchs zurückzukehren. Das Schicksal, das mich dort erwartet hätte, wäre sicherlich weitaus weniger schlimm gewesen als dieses hier. Eine Rückkehr ist jedoch nicht möglich, da vor kurzem ein weiterer Teil des Höhlensystems einstürzte und mir den Weg versperrte. Ich musste umkehren, um mich hierher zurückzuziehen. Hier sitze ich nun und lausche meinen kleinen, aggressiven Freunden, die an der Tür meines Gefängnisses kratzen. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch was in den Schubladen vielleicht. Nein, da ist nichts drin. Vielleicht in der unteren. Nein, auch nicht. Und ganz unten. Auch nicht. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Aber sonst ist hier nichts. Ganz komische Zeichen. Okay, und eine Tür. Aha. Was haben wir denn da? Wow. Fletsch. Die größte Spinne, die ich je gesehen habe, mit aufgeschlitztem Körper. Das ist ja richtig lecker. Okay, aber sonst ist hier nichts. Wow, die sind groß, die Spinnen. Also ich glaube, denen müssen wir nicht begegnen. Sonst ist hier nichts. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was war hier? Oh, wir haben wieder was gefunden. Dörrfleisch. Okay, das können wir wahrscheinlich. Oh, ein Loch im Boden. Oh oh. Irgendwas krabbelt hier die ganze Zeit. Okay, wir werden mal schauen. Wir nehmen, glaube ich, mal erstmal unser Dings wieder, Feuerzeug. Ah ne, das können wir jetzt nicht nehmen. Okay, was habe ich mir. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Wer weiß das schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Monster draußen noch auf uns wartet.
Aber diesmal können wir ja unsere Lampen anmachen. Vielleicht vertreibt es das ja. Wir werden sehen. Lalalala. Oh mein Gott. Okay. Also ich höre nichts. Bis jetzt? Doch. Ganz schnell die Lampe aus. Oh, der ist immer noch da. Oh, Scheiße. Ich glaube, wir werden uns mal mit dem Hammer ausrüsten. Weil man hat mir gesagt, wir könnten das Monster damit bekämpfen. Okay, wir nehmen lieber die. Na, das war schon ganz gut, dann sehen wir was. Komm schon. Komm schon. Okay, Batterien haben wir genug. Aber es will nicht so wirklich kommen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir wirklich kämpfen. Der ist irgendwo da hinten. Okay, wir machen mal das Licht aus. Ist nichts. Da ist noch eine Lampe. Ich glaube, die werden wir noch eben schnell anmachen. Aber es kommt mal wieder gar nichts. Wie sollte es auch anders sein? So, jetzt schauen wir mal hier hinten. Sind hier irgendwo noch Lampen? Tja, man weiß es nicht, ne? Ah, da können wir noch mal das Licht anmachen. Okay. Okay, hier komme ich immer noch nicht raus. Wir können das Licht hier ausmachen. So, dann könnten wir rein theoretisch noch. Tja, wo können wir hin? Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Tja, ich weiß es nicht. Wir könnten schauen, ob wir in den Workshop oder zum explosiven Teil des Areas kommen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dann wirklich so funktioniert. Wir schauen mal. Irgendwo wartet das Monster hier auf uns. Sagt irgendwo, aber ich weiß noch nicht so wirklich wo. Ja, wir schauen mal.
Aber wir laufen im Kreis. Jetzt sind wir wieder im Storage Room. Ja, das ist toll. Da wollte ich aber gar nicht hin. Es muss da noch einen anderen Weg hier geben. Irgendeinen Weg. Tja, aber wohin? Hier eventuell. Ja, Workshop. Jawohl, wir können in den Workshop hinein. So, das hätten wir schon mal geschafft. So. Die Tür blockieren. Okay, ich glaube, wir nehmen besser noch das zweite Fass. Das haben wir nicht geschafft. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Okay, jetzt machen wir mal ganz schnell hier. Den Schlüssel haben wir schon. Auch schnell den anderen davor. Okay. Dann müsste das ja schon mal passen. Diese alte Zementmischer, ha? So. Jetzt warten wir mal drauf, ob er hier wieder reinkommt. Im Moment sieht es nicht danach aus. Oder doch? Doch, er kommt. Scheiße. Okay, das war mal wieder kein. Wir sind schon wieder gestorben.